Ich begrüße Sie ganz herzlich jetzt zu dem zweiten Panel dieses zweiten Tages. Hier wird es um die politischen Parteien und die Folgen von Tschernobyl gehen. Es werden in den Mittelpunkt der beiden Vorträge die beiden Parteien stehen, die sicher am meisten betroffen bzw. mobilisiert worden sind durch das Tschernobyl-Unglück, nämlich die SPD und die Grünen. Und dazu haben wir zwei ausgesuchte Experten, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, nämlich Jan Hansen. Er ist zurzeit wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für die Geschichte Westeuropas und der transatlantischen Beziehungen hier an der Humboldt-Universität. Er hat in neuerer Geschichte und Philosophie promoviert, und zwar über das Thema innerparteiliche Kontroversen um den NATO-Doppelbeschluss in der deutschen Sozialdemokratie. Ganz herzlich willkommen. Und als zweites begrüße ich meinen Kollegen Christoph Becker-Schaum. Christoph hat zu Beginn seiner Begrüßung darauf hingewiesen, wie erfreut er ist, dass wir wieder zusammenarbeiten können. Ich kann dieses Kompliment nur zurückgeben, denn mit Christoph haben wir einen Experten der Grünen Bewegung und der Grünen Partei, der sicher in seinem Kenntnisstand einmalig ist. Denn er ist seit 1995 Leiter des Grünen Gedächtnisses, das heißt des Parteien- und Bewegungsarchives, das hier auch zur Böll-Stiftung gehört. Bei unserem Vorgespräch sind wir uns nicht so ganz einig geworden, was du eigentlich studiert hast. Also irgendwie war Geschichte auch dabei. Jedenfalls hat er in Tübingen und in Frankfurt am Main studiert. Offensichtlich eine große Bandbreite von Fächern. Und hat seither nicht nur das Grüne Gedächtnis geleitet, sondern hat durch eine ganze Reihe von Vorträgen und Veröffentlichungen auch sich als ausgezeichneter Fachmann erwiesen. Das letzte ist ein gemeinsames Werk von uns, nämlich über die Nuklearkrise, die Nuklearkrise, die Arms Race, Cold War Anxiety and the German Peace Movement, was jetzt bei Berghahn erschienen ist. Und als last but not least würde ich gerne Herrn Bötsch vorstellen. Herr Bötsch ist im Moment am Institut für zeithistorische Forschung in Potsdam tätig. Und er hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass seine beiden letzten Veröffentlichungen, nämlich etwas über globale Umbrüche, ein Buch, was jetzt erscheint oder bereits erschienen ist. Okay. Und ein Kapitel auch über das Thema, was wir jetzt haben, nämlich Atomkraft und Ölkrise. Und jetzt, wenn ich Ihren Lebenslauf finde, kann ich noch ein paar Einzelheiten erzählen. Ja, hier sind wir. Also er war, ist wie gesagt im Moment in Potsdam, hat in Göttingen promoviert, und zwar über die CDU, die Christlich-Demokratische Partei Deutschlands, war dann eine Zeit lang in Bochum und sie hatten auch eine Professur in Gießen. So. Und er wird den Kommentar jetzt dieses Podiums übernehmen, und jetzt übergebe ich an Herrn Janssen. Ja, guten Morgen. Ganz herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich werde mich heute beschäftigen mit der SPD. Marianne Zepp hat schon gesagt, dass ich eigentlich über was anderes promoviert habe. Nicht über die SPD und die Umweltfrage, sondern über die SPD und die Atomraketen. Ein bisschen eine Verbindung ist da, weil es um das Atom geht. Aber ich bin nicht wirklich ein Experte. Ähnlich wie Maria Schubert habe ich erst kürzlich angefangen, mich ernsthafter damit zu beschäftigen. Bei mir waren es nicht Monate, sondern Tage. Aber ich versuche es trotzdem. Ich möchte in den nächsten 20 Minuten versuchen, einen Wandel zu beleuchten. Einen Wandel, den man so ganz grob beschreiben kann,
wie das Umweltthema von einem Nischenthema, von einem belächelten Politikfeld in der Sozialdemokratie zu einem ganz zentralen Politikfeld geworden ist. Ich halte mich ganz strikt an das, was die Veranstalter uns aufgegeben haben, erst was allgemein zu sagen zum umweltpolitischen Feld, zur Entwicklung des umweltpolitischen Feldes und dann speziell zu Tschernobyl. Meine These lautet, dass die SPD, wenn sie über die Umwelt gesprochen hat, eigentlich über was anderes gesprochen hat. Dass diese umweltpolitischen Debatten für die SPD eine sogenannte Stellvertreterdebatte gewesen ist, in der es um ihre Zukunftsvorstellungen ging, ihre Vorstellungen von technischem Fortschritt, von Modernität und im Kern eigentlich um die Identität der Sozialdemokratie. Lassen Sie mich mit einer allgemeinen Bemerkung beginnen. Die Umweltthematik rückte in der SPD zwischen Mitte der 70er und Mitte der 80er Jahre in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Das muss man ganz grob vor dem zeithistorischen Hintergrund sehen, der sich ereignet hat. Das kennen Sie alle, das werde ich jetzt nicht groß ausführen. Die Umweltbewegungen, die neuen sozialen Bewegungen, diese zeitgenössischen, zeithistorischen Wandlungsprozesse, von denen wir schon vielfach gesprochen haben hier. Viele Aktivisten in der außerparlamentarischen Bewegung sahen ab Mitte der 70er Jahre das Wachstum an Grenzen stoßen und formulierten kollektive Ängste vor den Risiken der Moderne. Sie nahmen die Probleme der Welt als verflochten wahr und argumentierten, die Menschheit sei mit gemeinsamen Problemlagen konfrontiert, die sie nur gemeinsam lösen könne. Der Nationalstaat verlor in diesen Debatten seine Bedeutung als Referenzgröße. Würde es auch ein bisschen anders sehen als die Debatten, die wir gestern hatten über den Eco-Nationalism, weil man, glaube ich, sehr schön sehen kann, wie hier das Interdependenzbewusstsein dieser neuen sozialen Bewegung, insbesondere in Westeuropa, gewachsen ist. Nur der ganz kurze Hinweis, auch der Kalte Krieg, als verstanden als Ordnungssystem, nicht so sehr als Blockkonfrontation, als Ordnungssystem, für das binäre Denken kennzeichnend war, verlor in diesen Jahren seine Überzeugungskraft. Er wurde von der Nord-Süd-Frage überlagert, aber eben auch von der Forderung, die Umwelt zu schützen und den Planeten in seiner Vielfalt zu bewahren. Die Sozialdemokraten konnten diesen neuen gesellschaftlichen Problemlagen zunächst wenig abgewinnen. Sie waren in der zweiten Hälfte der 70er Jahre mit, ganz grob gesprochen, zwei Schwierigkeiten konfrontiert. Und beide Schwierigkeiten resultierten aus dem Wandel der Industriemoderne, der für diese Partei oder besser gesagt für dieses politische Spektrum, für dieses Milieu so problematisch war. Erstens begannen sie sich in der Regierungsverantwortung abzunutzen und verloren ihre gesellschaftliche Integrationsfähigkeit. Müssen wir nur an den Aufstieg der neuen sozialen Bewegung denken oder an das, was die zeitgenössischen Sozialwissenschaften darunter verstanden haben, an die zurückgehenden Wahlergebnisse und an alles, was sich daran anschloss, den Mitgliederschwund zum Beispiel. Zweitens gerieten sie mit ihrer politischen Programmatik in die Defensive. Die Sozialdemokraten schauten nämlich auf das Politische weiterhin aus einem primär ökonomischen Blickwinkel und begriffen im Schutz der Umwelt kein vordringliches Politikfeld. Es war vor allem die Sorge um Arbeitsplätze, die sie umtrieb. Lange tat sich die SPD schwer damit, die Verschmutzung der Umwelt als Kehrseite des Industrialismus zu problematisieren. Man kann das im Grunde als langen Lernprozess beschreiben, der vielleicht auch heute noch nicht abgeschlossen ist. Ich möchte jetzt vorschlagen, diesen umweltpolitischen Diskurs in der Sozialdemokratie als soziokulturellen Konflikt zwischen SPD-Mitgliedern und Sympathisanten zu verstehen, die aus der Welt der alten Sozialdemokratie kamen, der sogenannten alten sozialen Bewegung und solchen Sozialdemokraten, die sich eher in außerparlamentarischen Initiativen zu Hause fühlten. Es war eine lebensweltliche Kluft, die alte soziale Bewegung und die neuen sozialen Bewegungen trennte. Soziokulturelle Gegensätze, damit meine ich die Gesamtheit sozialer Einbindungen, kultureller Regeln und alltagsweltlicher Lebensführung, die ganz verschiedenen Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, die daraus resultierten oder auch ganz abstrakt die daraus abgeleiteten unterschiedlichen Erfahrungsräume und Erwartungshorizonte. Also diese soziokulturellen Gegensätze können viele der Bruchlinien, glaube ich, und Verwerfungen erklären, von denen die SPD in jenen Jahren heimgesucht wurde. Und aus diesen soziokulturellen Gegensätzen, so möchte ich argumentieren, resultierten eben auch unterschiedliche Vorstellungen von dem, was das Politische eigentlich war. Und ich glaube, dieser Streit um die Umwelt war ganz wesentlich ein Streit um unterschiedliche Vorstellungen von Politik in der Sozialdemokratie.
Was meine ich damit? Viele eher traditionell orientierte Sozialdemokraten formulierten ihre Kritik an den Umweltgruppen auf einer sehr grundsätzlichen, demokratietheoretischen Ebene, was die Kluft zu den Protestbewegungen weiter vertiefte. Sie argumentierten, dass die Umweltgruppen eine Abkehr von der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie oder gleich von der modernen Zivilisation vollziehen wollten. Diese Sichtweise kommt sehr klar in einem Artikel des Berliner Politikprofessors Richard Löwenthal von 81 in der Neuen Gesellschaft zum Ausdruck. Löwenthal war auch Sozialdemokrat. Und er behauptete, dass die Umweltgruppen den Rückzug aus der Industriegesellschaft propagierten, den Staat in Frage stellten und die Mehrheitsgesellschaft ablehnten. In einem Satz, sie würden gegen exakt jene Ziele kämpfen, die den Kern der Sozialdemokratie ausmachten. Löwenthal betonte, dass es einen fundamentalen Unterschied zwischen der klassischen SPD-Klientel, also den Facharbeitern, hier und dem Protest dort gebe. Die SPD dürfe keinesfalls das tun, was für die Umweltgruppen typisch sei, sich nämlich von den Grundprinzipien der arbeitsteiligen Industriegesellschaft lossagen. Die Vorstellungswelt der Umweltgruppen sei nicht partizipatorisch, sondern baue, Zitat, auf eine Abkehr vom gesellschaftlichen Ganzen und damit auch von der Demokratie. Zitat Ende, kurz. Konservative Sozialdemokraten wie Löwenthal übten massive Kritik an den Partizipationsforderungen der neuen sozialen Bewegung. In der Tradition von Daniel Bell schloss Löwenthal von einer anti-industriellen Weltanschauung auf die Abkehr von der modernen Zivilisation. Und hier wird, glaube ich, ganz schön deutlich, dass Sozialdemokraten wie Löwenthal den Aufstieg der Umweltgruppen und auch allgemein der neuen sozialen Bewegungen als Angriff auf den identitären Kern der Partei deuteten und es häufig als eine Verlust- und Niedergangsgeschichte beschrieben. In seiner Wahrnehmung rückten die Protestinitiativen fundamentale Grundprinzipien des sozialdemokratischen Selbstverständnisses in den Raum des politisch Verhandelbaren und zwangen die Mitglieder und Sympathisanten der SPD, sich dieser Grundprinzipien neu zu vergewissern. Ein zweiter Hinweis zum soziokulturellen Konflikt. Der außerparlamentarische Protest ragte tief in die Sozialdemokratie hinein. Diese Bruchlinie wurzelte in den frühen 70er Jahren, denn um das Jahr 1972 herum hatte sich die SPD-Mitgliedschaft verjüngt und akademisiert. Helga Grebing, Bochumer Historikerin, charakterisiert diesen Prozess als den, Zitat, Abschied von der alten Arbeiterbewegung. Die neu hinzugekommenen Mitglieder arbeiteten in den 70er Jahren in der Umweltbewegung und in den 80er Jahren in der Friedensbewegung mit. Sie folgten doppelten Loyalitäten, besaßen einerseits ein SPD-Parteibuch und engagierten sich doch außerparlamentarisch gegen die Politik ihrer Partei. Und was diese generationellen Kontinuitäten betrifft, die, glaube ich, ganz entscheidend sind, um den umweltpolitischen Diskurs in der SPD zu verstehen, war erstaunlicherweise Erhard Eppler, die prominenteste Galionsfigur der Umweltbewegung in der SPD, sicher eine Ausnahme, war viel älter und eben kein junges Mitglied, das in den 70er Jahren in die SPD gekommen war. Wie Erhard Eppler sprach sich eine Reihe von Untergliederungen der SPD für einen stärkeren Umweltschutz und ein Ende der Atomindustrie aus, schon in den 70er Jahren. Und viele Wortführer der Anti-AKW-Bewegung waren Sozialdemokraten. Ich nenne hier nur Namen wie Klaus Traube, Hermann Scheer oder Jo Leinen. Und hier sieht man, und das ist ganz entscheidend, dass es keine dichotomischen Gegensätze zwischen der SPD als Gesamtpartei und den Umweltgruppen gab. Die Umweltgruppen oder allgemeiner die neuen sozialen Bewegungen waren ein integrativer Teil der Sozialdemokratie, die deshalb hin und her gerissen war zwischen ihren traditionellen Denkhorizonten und solchen, die sich in gesellschaftlichen Transformationsprozessen gewandelt hatten. Um es bildlich auszudrücken, die Mitglieder ein und derselben Partei waren in unterschiedlichen Lebenswelten zu Hause. Oder noch in einem anderen Bild, die SPD hatte zur Gesellschaft hin offene Ränder. Was die Sozialdemokratie eigentlich war, wer dazugehörte, wo ihre inneren und äußeren Grenzen verliefen, rückte verstärkt in den Raum des politisch Verhandelbaren. Das Engagement von Parteimitgliedern in der außerparlamentarischen Bewegung stellte in den 70ern und frühen 80er Jahren abstrakte und eindeutige formale Zugehörigkeitskriterien in Frage. Ich komme zu meinem zweiten Teil, zu Tschernobyl. Tschernobyl spielte im umweltpolitischen Diskurs der Sozialdemokratie nicht die Rolle, von der man annehmen könnte, dass das Unglück sie gespielt hätte.
fragt man nach Parteitagsbeschlüssen und folglich auch nach dem Zeitpunkt, an dem sich eine Mehrheitsmeinung materialisiert hat, war Tschernobyl alles andere als ein Wendepunkt. Dafür kam das Unglück schlichtweg zu spät. Denn nicht erst 1986 sprach sich die SPD für den Atomausstieg aus, bereits 1984, von vielen vergessen, setzte sich die Position der Kritiker auf dem Essener Bundesparteitag durch. Im Leitantrag hieß es, ich zitiere, in Fortentwicklung ihrer Beschlüsse in Hamburg, Berlin und München unterstreicht die SPD, dass die Nutzung der Kernenergie nur für eine Übergangszeit zu verantworten ist. Ziel sozialdemokratischer Energiepolitik ist es, nach dieser Übergangsphase sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung ohne Kernenergie zu gewährleisten. Zitat Ende. Es war natürlich noch ziemlich vage. Und natürlich erst nach Tschernobyl wurde die Anzahl der Kritiker größer. Johannes Rau beispielsweise war der erste SPD-Kanzlerkandidat, der 87 mit der Forderung nach einem Atomausstieg in den Wahlkampf zog. Und auch nach Tschernobyl wurde die inhaltliche Kritik in der SPD an der Atomkraft schriller. Der Nürnberger Parteitag von 86, der im August stattfand, stellte in Aussicht, wieder Zitat, die Änderung des Atomgesetzes mit dem Ziel der Stilllegung aller Atomkraftwerke. Die ersten AKWs sollten bereits in den nächsten beiden Jahren stillgelegt werden und der Atomausstieg als solcher sollte innerhalb von 10 Jahren beschlossen werden. Es ist also sicherlich bemerkenswert, dass der Nürnberger Parteitag eine viel deutlichere und profiliertere Kritik an der Atomkraft äußert und ein viel konkreteres Ausstiegsszenario entwirft. Nach Tschernobyl bezog die SPD auch auf anderen umweltpolitischen Feldern kritischere Positionen. Im Regierungsprogramm zur Wahl 87 beispielsweise war die Rede von einer, Zitat, ökologischen Erneuerung der Industriegesellschaft. Das wurde in den sozialdemokratischen Debatten ein ganz wichtiges und großes Schlagwort, mit dem die Partei immer wieder operiert hat. Jetzt kommt auch eine Diskussion über andere Umweltschutzmaßnahmen auf, wie beispielsweise die verstärkte Sonnennutzung, Windkraft, Wasserkraft, biologische Abwärmenutzung, Wärmepumpen, Wärmerückgewinnung etc. Aber entscheidend ist, und darauf kommt es mir an, dass sich bereits seit den späten 70er Jahren in den innerparteilichen Diskussionen Kämpfe abgezeichnet haben, an denen man sehen kann, dass die Sozialdemokratie sich langsam zur Position von 84 vorgearbeitet hat. Also ich würde hier sehr viel stärker den Schwerpunkt auf Kontinuitäten legen. Man kann im Grunde eine große Linie von den Debatten in der SPD von den 50er Jahren bis in die 80er Jahre ziehen. Sie kennen vielleicht alle den berühmten Atomplan der SPD von 1956, den die SPD auf ihrem Münchner Parteitag beschlossen hat und in dem die für die 50er Jahre noch zeitgenössische Atomeuphorie ganz, ganz plastisch zum Ausdruck kommt. Ich zitiere, Atomenergie kann zu nie geahntem Wohlstand für alle Menschen führen. Atomenergie kann zu einem Segen für hunderte von Millionen Menschen werden, die noch im Schatten leben. Zitat Ende. Ganz ähnliche Deutungsfiguren beherrschen das Godesberger Programm, das die SPD 59 verabschiedet hat. Auch hier wieder ein Zitat. Es ist die Hoffnung unserer Zeit, dass der Mensch im atomaren Zeitalter sein Leben erleichtern, von Sorgen befreien und Wohlstand schaffen kann, wenn er seine täglich wachsende Macht über die Naturkräfte nur für friedliche Zwecke einsetzt. Zitat Ende. Hier sieht man also ganz plastisch diese große zeitgenössische Atomeuphorie, die auch die SPD mitgerissen hat, noch in den 50er Jahren. Sicherlich gab es in diesem Jahrzehnt schon vereinzelte Kritik an der Nutzung der Atomkraft, die sich aber vor allem auf die militärische Nutzung bezogen hat. Denken Sie an die Kampf dem Atomtod. Bewegung Ende der 50er Jahre, in der Sozialdemokraten eine ganz entscheidende, wichtige Rolle gespielt haben. Aber ansonsten war die SPD sehr euphorisch eingestellt gegenüber der Atomenergie. Als dann aber in den 70er Jahren immer mehr lokale Bürgerinitiativen Kritik an der Atomkraft formulierten und eben auch bis in die SPD reintrugen und ausgehend von Wiehl, Bruckdorf, Grohnde und Gorleben bundesweiten Widerstand organisierten, kam auch der SPD-Zweifel. Der SPD-Bundesparteitag 1977 in Hamburg war so das erste Ereignis, an dem sich die kritischen Stimmen in der SPD, in der Gesamtpartei Gehör verschafft haben. Der Parteitag in Hamburg formuliert nämlich den seltsamen Kompromiss, wieder ein kurzes Zitat, die Option für Kernenergie muss offen gehalten werden und die Option auf Kernenergie künftig verzichten zu können, muss geöffnet werden. Ziemlich paradox. Um zu verstehen, wie die Sozialdemokraten von dieser sogenannten Zwei-Optionen-Lehre, wie sie Horst Ehmke bezeichnet hat, zur Abkehr der Atomkraft gelangen und sich also die Kritiker gesamtgesellschaftlich durchsetzen konnten,
muss man, glaube ich, auf einen anderen Konflikt gucken, der die SPD in diesen Jahren heimgesucht hat, nämlich den Konflikt um die Nachrüstung mit nuklearen Mittelstreckenraketen, der nicht nur die Partei, sondern, das ist auch bekannt, die ganze Gesellschaft, nicht nur die Westdeutsche, sondern die meisten westlichen Gesellschaften erschüttert hat und polarisiert hat in jenen Jahren. Dieser Konflikt offenbarte, wie tiefgreifend die Angst vor dem Atomtod mittlerweile reichte. Er wirkte für die SPD wie ein Katalysator, viel mehr als Tschernobyl, der sie atomkraftkritischen Deutungsmustern und auch personell dem außerparlamentarischen Protest annäherten. Genauer gesagt war es der Regierungsverlust im September 82, der Gang in die Opposition, war die Bruchlinie, die es der Partei ermöglichte, die militärische und zivile Nutzung der Atomkraft offener und ohne Rücksicht auf Regierungszwänge kritisieren zu können. Kurz noch zurück zu Tschernobyl. Was tat die SPD nach dem Unglück? Welche Deutungsmuster beherrschten ihre Diskussion? In der großen Debatte des Bundestages am 14. Mai 86 zu Tschernobyl betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel, dass nach Tschernobyl nichts mehr sei wie zuvor. Während Bundeskanzler Kohl dagegen hielt, die Bundesrepublik habe die sichersten Anlagen der Welt, das ist ein Zitat, und das Restrisiko sei vertretbar, forderte Vogel ein Umdenken bei der Kernenergie und kritisierte die Informationspolitik der Bundesregierung. Selbst einfache Mitglieder wurden in jenen Wochen von einer fiebrigen Unruhe befallen. Das sieht man sehr klar an den vielen Leserbriefen, die den Vorwärts erreichten, die SPD-Parteizeitung, und die im Grunde dieser Angst Ausdruck verleihen. Und hier kann man auch wieder sehr schön sehen, wie im Grunde hier eine bestimmte Emotion auch als politische Ressource und als Mobilisationseffekt wirkt. Die Sorgen vor einer radioaktiven Strahlung reichten so weit in das Parteileben hinein, dass der Vorwärts begann, in jeder Ausgabe aktuelle Strahlenwerte abzudrucken und aufgeschlüsselt nach verschiedenen Lebensmitteln und nach Bundesländern. Der SPD-Vorstand richtete eine Kommission ein, die den Namen trug Übergang zu einer sicheren Energieversorgung ohne Atomkraft und die im Grunde dieses Ausstiegsszenario, das schließlich auf dem Nürnberger Parteitag verabschiedet wurde, konkreter ausbuchstabierte. Ich zitiere nochmal einen längeren Abschnitt aus dem Abschlussbericht der Kommission. Zitat: Es gibt Grenzen der Technik. Der Mensch hat Mittel zur Technik und zur Naturbeherrschung gesucht. Dabei ist er weit vorangekommen. Unser Wohlstand belegt dies eindrucksvoll. Häufig haben wir nicht danach gefragt, welcher Preis dafür zu zahlen ist. Spätestens Tschernobyl hat der großen Mehrheit der Menschen bei uns klargemacht, dass die Zerstörung der Natur und die Bedrohung unserer Lebensgrundlagen durch die zivile Nutzung der Atomkraft eine reale Gefahr geworden ist. Was früher nur vereinzelt als Befürchtung formuliert wurde, hat sich in der Wirklichkeit bestätigt. Tschernobyl hat die Welt verändert. Zitat Ende. Das bringt mich zu meinem abschließenden Punkt, der Debatte um Fortschritt, technische Moderne und Zukunft. Im Kern war der umweltpolitische Diskurs in der Sozialdemokratie, so meine These, ein Streit um die in der Partei gültigen Zukunftsvorstellungen, genauer um die Einstellung der Partei zur technischen Moderne, in der elementare Bezugspunkte der sozialdemokratischen Identität neu verhandelt wurden. Dass das gesamtgesellschaftliche Vertrauen in computergestützte Technik ab Mitte der 70er Jahre dramatisch abnahm, ließ sich an der Diskussion in bestimmten sozialdemokratischen Gruppen geradezu paradigmatisch ablesen. In und außerhalb der SPD wurde das Fortschrittsparadigma relativiert. Die Kritik am Fortschrittsparadigma verband sich mit Zukunftsangst und Skepsis gegenüber der Plan- und Gestaltbarkeit von Politik und Gesellschaft sowie tiefen Zweifeln an der Utopie einer gerechten Arbeitsgesellschaft. Erhard Eppler war der erste namhafte Funktionär, der den traditionellen Fortschrittsoptimismus seiner Partei in Frage stellte. Es war 75. Die Skepsis gegenüber dem Fortschrittsparadigma wurde schließlich ein fester Bestandteil der sozialdemokratischen Welt und kollidierte dort mit der traditionellen Technikbegeisterung, die gerade eine explizite Zukunftsorientierung aufwies. Doch erstaunlicherweise wurden die Zweifel an der Zukunft in der SPD bald wieder leiser. Im Sommer 86, also kurz nach Tschernobyl, griff die neue Gesellschaft Frankfurter Hefte die Debatte auf und widmete ihr einen Themenschwerpunkt. Der Soziologe und Sozialdemokrat Dieter Otten umriss in seinem Leitaufsatz die Problemstellung, Zitat: Ist es vielleicht sogar so, dass sich das Fortschrittsdenken der Linken als falsch erwiesen hat, seit klar geworden ist, dass die wirtschaftliche und technologische Entwicklung des Kapitalismus in diesem Jahrhundert zumindest für Ökologie und Weltwirtschaftsordnung katastrophale Folgen gezeigt hat? Hat die ökologische Krise den Fortschrittsgedanken entlarvt und als unbrauchbar erwiesen?
Otten verneinte diese Fragen und wies darauf hin, dass die Sozialdemokratie an dem utopischen Moment ihres Weltbildes festhalten müsse, um ihren Charakter nicht zu verlieren. Machte der Glaube an die Verbesserbarkeit der sozialen und wirtschaftlichen Lebenssituation von Arbeitnehmern durch Wachstum und technische Innovation den Kernbestand der sozialdemokratischen Programmatik aus, war das Selbstbild der Partei herausgefordert, als die Voraussetzungen dieses Fortschritts in den 70er und 80er Jahren zweifelhaft wurden. Nun setzte in der Partei eine Selbstverständigung über Zukunftsvorstellungen ein und es zeigte sich, dass große Segmente des SPD-Milieus an dem festhalten wollten, was sie seit langem kannten. Und es waren insbesondere die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen und überhaupt der gewerkschaftlich orientierte Flügel der SPD, der darauf bestand, dass in technologischen Innovationen weiterhin ein großes Potenzial lag. Die Sozialdemokraten waren also fortschrittskritisch geworden, ich komme gleich zum Schluss, aber ihre Skepsis bezogen sie weniger auf das Prinzip des Fortschritts als vielmehr darauf, was er kostete. Auch wenn sie der Zukunft nicht mehr so offen gegenüberstanden wie noch in den 60er Jahren, wollten sie nicht aufhören zu glauben, dass im technologischen Fortschritt ein Potenzial für die Realisierung von sozialer Gerechtigkeit in Anführungszeichen liege. Hatte sich die SPD auf ihrem Hamburger Bundesparteitag 77 noch als sozial fortschrittliche, reformerische und gesellschaftsgestaltende Kraft der deutschen Politik gefeiert und darauf hingewiesen, wie wichtig Wirtschaftstum für sozialen Fortschritt war, betonte der Irseer-Programmentwurf, den eine Kommission als Vorschlag für ein neues Grundsatzprogramm 86 erarbeitete, dass es entscheidend sei, vom Wachstumsdenken Abschied zu nehmen und auf Nachhaltigkeit zu setzen. Nicht zufällig avancierte jetzt der zeitgenössische Begriff der Nachhaltigkeit zum Schlüsselwort. Nachhaltigkeit war die Leitvokabel, mit der SPD-Mitglieder versuchten, ihre traditionelle Fortschrittsgläubigkeit und Technik-Euphorie mit den postmaterialistischen Werteorientierungen der neuen sozialen Bewegungen, die eben bis in die Partei reichten, in Übereinstimmung zu bringen. Das 89 in Berlin beschlossene neue Grundsatzprogramm formulierte schließlich, Zitat, wir wollen Fortschritt, der nicht auf Quantität, sondern auf Qualität, auf eine höhere Qualität menschlichen Lebens zielt. Er verlangt Umdenken, Umsteuern, Auswählen und Gestalten, vor allem in Technik und Wirtschaft. Zitat Ende. Kurz gesagt, die SPD gab ihren Fortschrittsoptimismus nicht auf, sondern absorbierte die Kritik an ihm. Nicht mehr alles, was möglich war, musste auch gemacht werden, ließe sich der Zeitgeist der 70er und 80er Jahre also zusammenfassen, in den sich das politische Denken der Sozialdemokratie einwebte, wie man, glaube ich, sehr schön an diesem Umweltdiskurs zeigen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Los über zu den Grünen. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und auch dir herzlichen Dank für deinen interessanten Vortrag. Professor Radgau hat gestern aus den Quellen der Bundestagsfraktion zitiert und darauf hingewiesen, dass es da sehr interessante Sachen gibt, die von dem, was man normalerweise denkt, was man so in der Fraktion die Schwerpunkte hätte, dass da durchaus Abweichungen auftreten können, die ihrerseits, glaube ich, dann doch sehr charakteristisch sind, wenn man ihnen auf den Grund geht. In Bezug auf das auf den heutigen Tag und auch das Thema ist zum Beispiel interessant, dass das Wort Tschernobyl in der 11. Wahlperiode im Register kaum vorkommt. Genau 13 Mal auf 1000 Seiten. Dagegen steht ein anderes Wort sehr, sehr häufig und das heißt Wackersdorf. Und wenn man sich die Chronologie ein wenig vor Augen hält, dann ist klar, die Kampagne gegen das, gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf begann im Mai 1985 und dauerte 4 Jahre bis zum Mai 1989. Das heißt, das begann ein Jahr vorher. Und man wird, glaube ich, sehen, dass sich die, das, was als Kampagnen, als Politik entfaltet wurde nach Tschernobyl, sich häufig dort einpflegt, dass die beiden sich überlagern. Das heißt, wenn man es so auf Neudeutsch sagt, dann ist Wackersdorf das neue Tschernobyl. Das ist vielleicht eine komische Formulierung, aber ich wollte sagen, diese Sachen gehen ineinander über. Ich bin damit zuerst einmal bei der Frage der Chronologie. Wenn man sich die Grünen anguckt, dann ist, glaube ich,
für die betrachtete Politik in diesem Zeitraum die Tatsache, dass sie 1983 in den Bundestag gekommen sind, ein ganz entscheidendes Datum, weil damit eine Struktur aufgebaut wurde, die stärker war als alle anderen Strukturen innerhalb der Grünen. Ich habe allerdings, wenn ich am Ende geguckt habe, wie das Resümee aussieht, plötzlich Zweifel bekommen, ob das, was da so als stolzer Natanka nicht, aber als stärkste Gruppe da ist, ob sich das wirklich durchgesetzt hat oder wo da die Grenzen sind. Nehmen wir die Zeitleiste. Also wir haben 83 werden sie in den Bundestag gewählt. Dort entfalten sie, nachdem das erste halbe, dreiviertel Jahr weitgehend von Aktivitäten im Zusammenhang mit der Friedensbewegung belegt ist, ab Beginn des Jahres 84 eine Atomausstiegspolitik, die so aussieht, dass sie am Anfang erstmal in der Fraktion einen Ausstiegsgesetzentwurf diskutieren. Der sieht so aus, wenn man den liest, wie ein Paragrafenberg aus dem Strafgesetzbuch. Also der Kernaussage könnte ungefähr lauten, es ist verboten, Atomkraftwerke zu betreiben. Es ist etwas komplizierter, aber im Prinzip weisen sie darauf hin, dass wenn im Nachhinein Umstände klar werden, die doch erkennbar machen, dass eine Gesundheitsgefährdung durch den Betrieb von Atomkraftwerken besteht, dann sind die rechtlichen Voraussetzungen entfallen und dann ist das Ding zuzumachen. Das ist im Prinzip die einfache Logik des ersten Atomsperrgesetzes der Grünen. Es ist weiter dann begleitet durch eine Reihe weiterer Gesetze und Initiativen. Eines ist ganz wichtig, das nennen sie Entgiftungsprogramm. Das heißt, das ist die Frage, wie geht man mit der chemischen Industrie um? Das ist sozusagen auf der Frage der Umweltgesetzgebung das, was begleitet. Und das, was ergänzt, sind dann Sachen zur Förderung erneuerbarer Energien. Dort ist einer der ersten Gesetzentwürfe ein Gesetz zur Windenergie. Also es geht immer darum, nicht nur aus dem Atom auszusteigen, sondern selbstverständlich die Bedingungen für einen Übergang zu schaffen. So, der Rahmen, in den das Ganze dann gestellt wird, ist das sogenannte Umbauprogramm. Das Umbauprogramm kommt im Kern aus der Bundestagsfraktion und ist dort ein Zusammenspiel von Ökosozialisten und Realpolitikern, die diese Programmatik entwickeln. Sie bedeutet, dass alle beschriebenen Gefahren, soziale Unverträglichkeit, aber auch solche Fragen wie Arbeitszeitgesetze unter mehrere Prüfaufträge kommen. Da geht es um Geschlechtergerechtigkeit, da geht es um Nachhaltigkeit und da geht es um Entgiftung. Und daraus entsteht ein daumendickes Papier, das schließlich auch von einem Parteitag verabschiedet wird. Man könnte, glaube ich, die gesamte Arbeit in der Fraktion in diesem Bereich tatsächlich unter diesem Begriff stellen, Umbauprogramm. Und er wird ein Parallelprogramm zu dem, was dann als Programm zur Bundestagswahl verabschiedet wird, welches im Wesentlichen aus der Partei kommt. Das heißt, wenn man die Chronologie weitergeht, dann sieht man, dass es eine Art Spaltung innerhalb der Grünen gibt zwischen dem, was über die Parteistrukturen generiert wird als Struktur. Das ist dann von Kreisverbänden über Landesverbände zum Bundesverband. Und dort gibt es Arbeitsgruppen und die schreiben Programmentwürfe und die werden auf einem Parteitag zusammen verhandelt. Und gleichzeitig aus der Fraktion die Vorlage für dieses Umbauprogramm. Und beide Programme sollten exakt 3 Wochen nach Tschernobyl auf einem Parteitag, der die Bundestagswahl programmatisch vorbereitet, da sollte das beraten und verabschiedet werden. Und im Vorfeld dazu gibt es einen heftigen Streit zwischen den Flügeln. Es gibt offensichtlich eine große Neigung des linken Flügels zu verhindern, dass das Umbauprogramm tatsächlich diesen Status bekommt und auch mit verabschiedet wird. Das soll verschoben werden. Ja, die Leute, egal. Jedenfalls, es gibt zu dem Zeitpunkt, als in Tschernobyl die Katastrophe eintritt,
diese Auseinandersetzung über den Kurs. Und am Vormittag von Tschernobyl gibt es eine Pressekonferenz bei der SPD. Der Vorsitzende des SPD-Bezirks Hessen-Süd hat sicherlich sehr richtig erkannt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Rau eine absolute Mehrheit bekommen wird. Das heißt, dass er vermutlich einen Koalitionspartner braucht, wenn er denn regieren wolle. Und dass dafür nur die Grünen in Frage kämen. Die Chronologie vor Tschernobyl ist, dass seit dem 12. Dezember 1985 in Wiesbaden eine rot-grüne Koalition regiert. Und Görlach ist einer der beiden SPD-Vorsitzenden aus Hessen und legt also nahe, das machen wir so, das funktioniert in Hessen gut. Und es gibt seit 1981 bereits die erste rot-grüne Vereinbarung in Kassel, das ist die allererste überhaupt. 4 Jahre später gibt es eine Reihe von Landkreisen, wo es funktioniert. Und es gibt also so etwas, was von unten als rot-grüne Option heranwächst. Und da ist Hessen etwas speziell in der ganzen Bundesrepublik. Diese Verhältnisse tauchen anderswo so nicht auf. Aber es gibt sozusagen das strategische Spiel, das wir alle kennen, dass man vor Wahlen plötzlich nicht mehr über Programme, sondern über Regierungskoalitionen redet. Und das ist bei der SPD total unbeliebt. Alle anderen Bezirksvorsitzenden der SPD watschen den südhessischen Vorsitzenden ab, einschließlich Willy Brandt und Rau. Und bei den Grünen passiert natürlich genau dasselbe. Sowas ist völlig undenkbar. Die haben diese Programme alle nicht gelesen, die Jan vorhin zitiert hat, sondern für die meisten Grünen ist die SPD eine kaum andere Atompartei als die CDU. Und es ist völlig undenkbar. Es gibt so eine Art gleichweite Ablehnung beider auf Bundesebene. Und auch die hessische rot-grüne Koalition wird in großen Teilen der Partei, da fällt eigentlich nur der baden-württembergische Landesverband schon wieder raus, aber ansonsten wird Rot-Grün in Hessen weitgehend verfemt. Das ist die Situation, also dass es auch einen Strategie-Hickhack gibt. Seit einem Jahr gibt es eine Kampagne für die Bekämpfung der neuesten Etappe sozusagen der nuklearen Entwicklung. Das ist Wackersdorf. Wackersdorf wird 4 Jahre später von der Industrie als unfinanzierbar und eigentlich auch nicht mehr in das System passend aufgegeben. Und damit fällt dann auch, das haben wir auch schon gestern gehört, der Kontext, in dem Wackersdorf gebraucht wird, fällt in der Entwicklung der Atomindustrie weg. Aber solange ist dieses der Fixpunkt, in dem sich Bewegungsaktivisten auch aus anderen sozialen Bewegungen, die um 85, 86 in einem Niedergang sind, wo sie reinströmen. Ich kann das nachher auch mal gleich an einzelnen Flugblättern zeigen. Ich habe mal so eine Mappe aus dem Archiv mitgebracht, um das zeigen zu können. Wenn wir eben den Faden weiterführen, die Konfrontation, ob man koalieren kann oder nicht, verschärft den Flügelstreit durchaus und unterminiert auch die Bedingungen, unter denen in Hessen eventuell Rot-Grün weiter möglich wird. Also auch in Hessen wird der Ton deutlich heißer und das führt dazu, dass im Februar 87 die Koalition kaputt ist. Vorher, im Januar 87, war Bundestagswahl und zur Chronologie, wie die Grünen mit dem Thema Tschernobyl umgehen, gehört, dass dieser Bruch von der Wahlperiode von 83 bis Ende 86 zu der 87 bis 90 sehr radikal ist. Wenn man sich anguckt, die Grünen haben 28 Abgeordnete, glaube ich, im Bundestag gehabt und genauso viele Nachrücker. Und dann hatten sie noch 2 stimmberechtigte Mitglieder, weil Bremen und Saarland keine eigenen Abgeordneten hatten. So gibt es sozusagen ein Netzwerk von 56 Bundestagsabgeordneten. Und im Prinzip gibt es noch einen weiteren Nachrücker, also 57. Und es gäbe also einen breiten Pool sozusagen bewährter Kräfte, aber die Grünen haben den nicht genutzt. Sie haben für die Bundestagswahl 1987 unter den ersten 44, die in den Bundestag gelangt sind, gerade mal 11 aus der Riege der alten Abgeordneten. Das heißt, 80% derer, die im Bundestag waren als Vor- oder Nachrücker, hatten ab dem Sommer 1987
1986 keine politische Perspektive auf dem, in dem Hohen Haus, in dem sie sich eigentlich ganz wohl gefühlt haben mittlerweile. Die demoralisierende Wirkung von sowas muss man sich richtig vorstellen, wenn man die Fraktionsprotokolle, die Herr Radkau zitiert hat, sich heranzieht, wird man sehen, dass ab der Sommerpause 86 die Fraktion nicht mehr arbeitsfähig ist. Sie ist eigentlich nicht da. Es gibt eine Stallwache und die Stallwache beschließt, ob sie tagt oder nicht. Meistens tagen sie, aber die tun nicht viel. Also das heißt, die zentrale Ebene der stärksten politischen Kraft fällt tatsächlich anderthalb Monate nach der Katastrophe von Tschernobyl weg. Das ist ganz verblüffend zu sehen. Es gibt etwas später im Herbst noch ein paar Anläufe, dann ist die Wahl und nach der Bundestagswahl mit der neuen Fraktion ist der erste Antrag, den sie stellen, der Bundestag möge einen Unterausschuss für Strahlenschutz einrichten. Das wird abgelehnt. Also es ist ein Ausschuss, der speziell für die Bearbeitung der Folgen von Tschernobyl. Das kommt nicht durch und dann passiert in dieser Fraktion nichts. Das Thema Tschernobyl ist vollkommen out. Alle Zitate, die dann kommen, beziehen sich darauf, dass man versucht zu ergründen, warum es aus ist. Da in dem Zusammenhang steht dann Tschernobyl im Register. Da steht also drin, dass man keine Handlungsperspektive gefunden habe und solche Fragen, also sozusagen eine Nachbearbeitung der Probleme. Okay. In der Mitte der Wahlperiode gibt es durch Dietrich Wetzel einen sehr interessanten Versuch, nochmal das Ganze zu beschleunigen und nochmal eine ökologische Politik auf die Tagesordnung zu setzen. Die Kritik an dem bis dahin an der bis dahin arbeitenden Fraktion ist, dass sie keine gemeinsame Strategie hat, sondern die einzelnen Abgeordnetenbüros in lauter Einzelheiten zerfallen, die alle vor sich hinwurspeln. Und es gibt also 87 Strategiepapiere, die versuchen, in die Fraktion doch mal was Gemeinsames reinzukriegen. Und das kann nach Maßgabe der Beobachtung nicht nur von Dietrich Wetzel, sondern auch von dem Arbeitskreisreferenten Wolfgang Helm, von dem Mitarbeiter für Atomausstieg Winfried Damm, nur über eine Vernetzung der verschiedenen Aktivitäten unter dem Oberbegriff der Ökologie laufen. Das soll aber nicht hochgewertet werden, weil ansonsten gäbe es gleich wieder eine Grundsatzdebatte und damit wäre das Kind gleich wieder mit dem Bade ausgegossen. Also es gibt einen eigentlich nur sehr defensiven, vorsichtigen Versuch, nochmal eine ökologische Programmatik zu machen. Ich glaube auch, dass das etwas mit dem Ende der Grünen zu tun hat, dass sie an dieser Stelle und nicht erst bei der Frage der deutschen Einheit versagt haben. Dass die guten Wünsche von Wetzel sich nicht umsetzen haben lassen, kann man leicht verstehen, weil das dauerte dann irgendwie bis in das Jahr 1989, das eine andere Tagesordnung hatte. Also erstaunlicherweise gibt es dann nochmal ein Grundsatzpapier, wo die To-Dos bis zur Bundestagswahl aufgelistet sind. Und eines der To-Dos ist dann, dass man bitte für jedes einzelne Atomkraftwerk überlegen kann, was die Restlaufzeit ist und wie man das abschalten kann und solche Fragen. Das heißt, die sind die gesamte Wahlperiode aufgeschoben und die sind dann auch im Herbst 1989 nicht beantwortet worden. So, jetzt, was ist passiert? Wie viel habe ich denn noch? 5? Ha, das ist gut. Also, was passiert ist, ich habe gesagt, eigentlich läuft das Ganze so, wie Bewegungsaktivitäten laufen. Die Bundestagsfraktion funktioniert sehr wenig parlamentarisch und der Gesamtzusammenhang, wie die Frage des Atomausstiegs angefasst wird, entspricht eigentlich den Regeln und den Dynamikwellen der Friedensbewegung und der Anti-Atom-Bewegung der 70er Jahre. Und dass man dort anknüpft, ich sage mal, das können Sie hinten nicht sehen. Auf diesem Flugblatt, ich sage es mal, hier vorne haben wir ein Uraniumzeichen und hier unten haben die Friedenstaube. Das heißt, das Zusammengehen von beiden Bewegungen ist sehr klar. Es ist auch klar, welche neue Initiativen die Fraktion verbindet. Es hat sehr viel mit Frauen und Müttern zu tun und die Frage von Kindern und Sicherheit. Das ist in dieser Form in keiner der vorgegangenen Bewegungen so vorhanden. Die sind natürlich da, aber es bekommt eine deutliche Betonung. Womit die Grünen, was sie machen, was man sozusagen ist, dass sie einmal Informationsbroker sind.
In den ersten Tagen kommen über das Fernsehen und so weiter zwar viele Daten, aber es gibt eher viel Streit, aber es kommt keine Klarheit. Was die Grünen produzieren, sieht beispielsweise so aus: Informationszusammenstellung zu Tschernobyl oder hier war eine andere. Es gibt also Serien von solchen Informationen, die über die Baureihe aufklären, die über die Frage, welche Lebensmittel zu welchem Zeitpunkt und wie das mit dem Heu, mit der Frühlingsmahd und wie das mit der Wintermahd ist und wie man also verhindern kann, dass man hochbelastete Milch kauft. Lauter solche Ratschläge, regionalisiert mit einzelnen Detailangaben. Dazu gibt es jede Menge Flugblätter, die sehen Sie, eine Fülle von Informationen und Sie beklagen dabei übrigens, dass das ZDF eine Art Nachrichtensperre über diese Informationen gegeben hat. Ich habe das nicht nachprüfen können, ob das so richtig ist. So. Das nächste ist, dass Sie Ihre Fraktionssitzung offen machen. Sie laden systematisch 30 Umweltgruppen ein, um in der Fraktion gemeinsam zu diskutieren, wie man mit der Situation umgeht. Es ist so, dass Sie nicht als Fraktion das vorgeben wollen, obwohl da einige drin sind, die das sicherlich gerne würden, aber die Situation, um die angemessen darauf zu reagieren, heißt, dass man auch wieder die Fraktion, die am Anfang ja immer öffentlich getagt hatte, auch damals öffentlich tagt, aber dass man einen Schub nach vorne macht, um diesen Debattenraum wiederherzustellen. Und das gelingt eindeutig mindestens 6 Wochen, bis Ende Mai. Bis dahin stopfen Sie sehr viel Geld da rein, Sie richten Personal ein, Sie richten Telefon-Hotlines ein und ab Ende Mai kann ich nicht mehr feststellen, dass diese Aktivitäten in demselben Ausmaß gelaufen sind. Dann gibt es natürlich das, was eine Fraktion immer macht, wir haben das Mittel der kleinen Anfragen, großen Anfragen, Entschließungsanträge, dass in jeder Sitzung im Bundestag irgendwie der Antrag da ist und die Debatte am 14. Mai hat Jan eben vorhin berichtet. In dieser schönen Mappe, die ich hier habe, die man sich so eignet, dass man, wenn man Führungen hat, man zeigt, wie so die Fraktion mit Bewegungen zusammenarbeitet, da sind dann auch diese Sachen sauber abgelegt. Okay. Es gibt also jede Menge Pressemitteilungen, systematisch, die gehen 3 Tage nach der Katastrophe los, am 29. Und übrigens, die allererste Erklärung des Bundesvorstandes kommt von Eva Küstorp. Und ich habe aber nur eine Zeitung gesehen, die sie abgedruckt hat. Da gibt es 2. Hast du noch? Okay. Schließlich arbeitet die Fraktion intensiv in diesem Sommer, Frühsommer, mit den Forschungsinstituten für ökologische Wirtschaftsforschung, mit den Verbänden von BBU, mit Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, also im Prinzip der gesamten Umwelt-Community. Und man ist hier im Prinzip in demselben Kreis, die auch die Mobilisierung für Wackersdorf macht. Die lasse ich jetzt weg, weil ich glaube, irgendwie das Handzeichen gesehen haben, dass ich jetzt mal zum Schluss kommen soll. Jetzt möchte ich kurz, wie kriege ich den Pfad zum Schluss? Die Tatsache, dass die Fraktion als Fraktion, die parlamentarisch arbeitet, erstaunlich massiv zusammengebrochen ist, führt dazu, dass man das parlamentarische Erbe der 11. Wahlperiode hinsichtlich Atomausstiegspolitik meines Erachtens vollkommen knicken kann. Es ist ein außerordentliches Desaster. Und erst 1994, kann man sagen, hat die Bundestagsfraktion wieder angefangen, systematisch sich auf eine Regierungsverantwortung vorzubereiten. Das liegt zuletzt daran, dass im Bundesvorstand nach wie vor und die ganze Zeit über die Position da ist, dass SPD und CDU gleich böse sind und was mit ihnen überhaupt nicht agieren kann. Und dass dieses ist ein riesiges Druckmittel für alle Leute, die irgendwo lokal oder in einem Bundesland in einer Fachfrage mit der SPD zusammenkommen. Es kommt sofort der Hammer, die Keule raus. Mit dieser SPD zusammenzuarbeiten, ist Verrat an unseren grünen Prinzipien. Egal, was dort vereinbart wird. Das war's.
Herzlichen Dank, Christoph, für deinen Schnelldurchgang durch diese Entwicklung und vor allen Dingen, ich fand auch dein Winken mit den Originalquellen sehr inspirierend. Und jetzt Herr Bösch, den Kommentar bitte. Ja, ich sehe noch einige Kopfhörer, deswegen maybe I switch to English and later get. Also werde ich vielleicht einfach ins Englische übergehen und dann später nach Deutsch wieder zurückkehren. Also zunächst einmal, es tut mir leid, dass ich gestern nicht hier sein konnte, denn ich war da bei einer anderen Konferenz und konnte deswegen nicht hier sein. Aber ich habe die ganzen Papers alle gelesen in der schriftlichen Form und deswegen hoffe ich, dass ich doch einen ganz guten Überblick über die Diskussion des gestrigen Tages habe. Und ich habe allerdings von Christoph Becker-Schaum vorher kein schriftliches Paper bekommen. Das heißt, das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gehört. Ich habe da also kein schriftliches Paper vorlegen und habe deswegen jetzt eben gerade versucht, ein paar Notizen zu machen. Ja, zunächst einmal eine allgemeine Anmerkung. Wenn wir darüber sprechen, wie Ereignisse und Aktivitäten organisiert werden, dann sollten wir nicht davon ausgehen, dass es einen Stimulus gibt und dann eine Antwort darauf, nach dem Motto, irgendwo passiert etwas und dann reagieren politische Gruppierungen und Parteien in irgendeiner Form darauf. So sollten wir das nicht sehen, so einfach. Ich finde es wirklich gut, was in den Präsentationen auch hervorgekommen ist, wie Parteien auch ein Ereignis strukturieren. Denn ein Ereignis steht ja nicht für sich allein, sondern es wird kommuniziert, es wird wahrgenommen auf die eine oder auf die andere Weise. Und deswegen gefielen mir die Beispiele sehr gut, das Vorwärts zum Beispiel und auch die Expertise der Grünen, die hier erwähnt wurde. Das heißt, wir sollten nicht nur fragen, welche Auswirkung hat Tschernobyl auf die Grünen oder auf die SPD, sondern wie konstruieren die Grünen und die SPD ein Ereignis, einen solchen Vorfall, dann in so einer Art und Weise, dass es eine Auswirkung auf die Gesellschaft gibt? Und welche Art von Auswirkung ist das dann? Zunächst möchte ich etwas sagen zu der Frage, was bedeutet es, gegen Atomkraft zu kämpfen? Dabei geht es ja nicht nur darum, dass man die Umwelt retten möchte. Das haben Sie, Jan Hansen, ja auch entsprechend ausgeführt. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen und sagen, der Kampf gegen Atomkraft bedeutete auch einen Kampf gegen den Kapitalismus, einen Kampf gegen den Staat, zumindest wenn er von der Linken ausging. Das heißt also, das Wort Atomstaat führt das ja sehr deutlich vor Augen. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die auch hier erwähnt wurde. Eine wichtige Erfahrung in den Jahren um 1977 rum, die Kämpfe in Bockdorf, die Schlachten mit der Polizei. Das waren wichtige Erfahrungen. Und wenn wir uns die Reaktionen der Sozialdemokraten und der Grünen auf Tschernobyl ansehen, dann denke ich einmal, dass ein Wandel auf der politischen Ebene ganz offensichtlich ist. Der Kampf gegen Kapitalismus wurde dann nämlich Mitte der 80er Jahre umgewandelt in eine Angst vor Strahlung. Das heißt, vorher war es eine ideologische Debatte mit ideologisch geführten Argumenten und danach gab es dann auf einmal Experten mit Statistiken, die Radioaktivität maßen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig für den politischen Wandel der Linken insgesamt. Wir haben also diese Schlacht, diese Auseinandersetzung der Experten. Und das ist natürlich längst nicht so mobilisierend wie eine Schlacht mit der Polizei. Zumindest aus Sicht der alternativen Milieus. Ja, und daraus erklärt sich dann auch, warum die Dynamik nach 1985, also nach Wackersdorf, das war ja eine der letzten Schlachten, die ausgetragen wurde, warum das also immer weniger wurde dann. Der zweite Punkt besteht darin, dass ich dieses Panel auch mal zusammenführen möchte mit dem vorigen Panel zum Thema DDR. Inwieweit hat sich denn nun die Wahrnehmung des Sozialismus durch die Linken verändert nach Tschernobyl? Wenn man sich die Jusos anguckt oder den linken Flügel der Grünen, inwieweit haben sie den Sozialismus nach Tschernobyl anders wahrgenommen? Die meisten von ihnen, die einen antikapitalistischen Impetus hatten, haben sich dann durch Tschernobyl sich mehr auf die kapitalistischen und nicht so sehr die sozialistischen oder hatten sich mehr auf die kapitalistischen und nicht so sehr auf die sozialistischen Formen der Nuklearenergie gestürzt. Und jetzt auf einmal konnte man sehen, dass eben auch im Osten, auch im sozialistischen System, die Atomkraft nicht sicher war. Ich habe jetzt ein paar Mal schon über Wackersdorf gesprochen und das ist vielleicht ganz typisch, dass globale Ereignisse in einen lokalen, regionalen Kontext übersetzt werden.
neu gerahmt werden sozusagen. Das war bei Harrisburg 1979 ganz ähnlich, Three Miles Island. Das wurde dann nach Gorleben übertragen. Es gab da sozusagen gleichzeitig ähnliche Diskussionen. Und die haben wir, dieses, hatten ja auf dem, in dem letzten Panel auch ein Poster dazu gesehen. Dann der dritte Punkt, den ich zur Diskussion stellen möchte, das ist die Frage, wer wirft welche Ideen auf. Jan hat relativ deutlich gemacht, dass wir bis in die Mitte der 90er Jahre Umweltgruppen hatten, die Umweltfragen und Umweltbelange vorgetragen haben und die dann von der SPD aufgegriffen wurden. Aber, wie viele von Ihnen vielleicht wissen, war ja 1968 das Jahr, in dem die SPD und auch die Liberalen sich stark den Umweltfragen gewidmet haben, insbesondere der damalige Innenminister Genscher. Das heißt also auch 1970 wurde auf Staatsebene immer noch sehr viel über Umweltbelange diskutiert. Das wurde aber unter Helmut Schmidt zur Zeit der Ölkrise wieder aufgegeben und erst später wieder aufgegriffen. Das heißt also, ich denke, dass die Chronologie, die chronologische Dimension, die Sie erwähnt haben, über die 70er Jahre sehr wichtig ist. Und dann ist auch die Frage, wer spricht denn für die Partei? Wer ist denn ein typischer Sozialdemokrat der 70er Jahre? Ich würde hier nicht Gerhard Löwenthal zitieren, wie Sie das getan haben, denn in den späten 70er Jahren war Gerhard Löwenthal schon sehr weit im rechten Flügel, im sehr konservativen Flügel der SPD. Er war schon in der Stiftung Konservatives Deutschland, also letztlich sogar im rechten Flügel der CDU angesiedelt. Das heißt, man muss die verschiedenen Gruppen innerhalb der SPD untersuchen. Die Jusos, die Frauen, den Seeheimer Kreis und dann deutlicher aufführen, welche Perspektiven diese Gruppen jeweils auf die Umweltfrage hatten und die Nuklearfrage und das Ganze dann eben zusammentragen. Ich stimme aber zu, dass Tschernobyl kein Wendepunkt wirklich war in dieser Hinsicht, aber dass wir schon in den späten 70er Jahren wichtige Wendepunkte und wichtige Veränderungen beobachten konnten. Ich habe zum Thema Harrisburg und die globalen Auswirkungen des Störfalls dort eine Menge Studienarbeiten durchgeführt. Und wenn man sich die Jusos ansieht, dann kann man sehen, dass sie damals als Reaktion auf Harrisburg gesagt haben, man muss sofort einen Atomausstieg erreichen. Gerhard Schröder war damals einer der Jusos zum Beispiel. Das heißt also, was sie damals gesagt haben, war auch wichtig für die weitere Geschichte der SPD. Es war wichtig, dass damals als Reaktion auf Harrisburg die Jusos den Atomausstieg gefördert haben. Wenn man sich die regionalen Parteigruppen ansieht, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, da konnte man 1979 von der SPD einen Energieplan beobachten mit dem Ziel, die Atomenergie abzuschaffen und gleichzeitig auch die Forderung, dass das Atomkraftwerk in Brockdorf durch ein Kohlekraftwerk ersetzt werden sollte. Karl Rabens hat in Niedersachsen ebenfalls gefordert, dass man die Atomenergie loswerden muss, insbesondere bezog er sich dabei auf Gorleben. Und Eppler wurde hier ja auch kurz erwähnt. Eppler war der SPD-Vorsitzende in Baden-Württemberg und er hat genau das Gleiche getan. Er hat dort auch gefordert, dass keine neuen Atomkraftwerke mehr gebaut werden sollten. Das heißt also, in den einzelnen Bundesstaaten hat die SPD sich doch auch sehr deutlich und klar gegen die Atomkraft positioniert. Bei Helmut Schmidt sieht das natürlich anders aus. Helmut Schmidt hat die Atomkraft ständig in all seinen Ansprachen und an all seinen Reden immer verteidigt. Aber ich denke, wie gesagt, man muss auch die einzelnen Bundesstaaten und die lokale Ebene im Auge behalten. Und das kann man dann in Verbindung stellen mit dem Vortrag von Christoph Becker-Schaum. Sie haben ja über den Bundestag gesprochen, sozusagen über die Führungspolitiker unter den Grünen. Aber wenn Sie sich auch da einmal wieder die lokale oder regionale Ebene ansehen, gibt es da keine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten? Das heißt also, diese Perspektive, diese lokale und regionale Perspektive, sollte man vielleicht wirklich noch hinzufügen, um das gesamte Bild darzustellen. Und dann ein Punkt, der vielleicht noch relativ allgemein ist, aber der ganz wichtig ist für unsere Diskussion. Ich denke mal, die Mehrheit oder vielleicht alle in diesem Raum hier sind skeptisch, wenn man fragt, wollt ihr mehr Atomkraftwerke? Dann denke ich mal, werden die meisten oder wahrscheinlich alle hier sagen, nein. Aber ich frage mich, ob wir diese normative Wahrnehmung, die wir über Atomkraft haben, auch in unsere Präsentationen einbauen sollten. Also solche Kommentare wie, endlich erkannte die SPD die Probleme der Atomkraft. Ich wäre vorsichtig damit, das so subjektiv zu formulieren. Ich würde offener die Frage stellen, welche Diskurse es denn da draußen in der Gesellschaft gibt, worüber da gesprochen wird. Und es ist relativ auffällig, dass wir hier über die SPD sprechen und über die Grünen, aber zum Beispiel nicht über die Konservativen oder die Mehrheit der Bevölkerung oder die CDU. Selbst in den 1970er Jahren
als die Mehrheitsverhältnisse noch anders waren. Ja, da kann man sich auch darüber unterhalten, wie dann dementsprechend auch sich die Wahrnehmung verändert hat. Wir könnten also auch darüber sprechen, welchen Einfluss andere Menschen haben, Menschen, die vielleicht auch eine andere Einstellung als wir zum Thema Atomkraft haben. Auch das ist ja ein wichtiger Beitrag zur Diskussion über Atomenergie. Und wenn man sich die späten 70er Jahre ansieht, dann kann man genau erkennen, dass die führenden CDU-Politiker, aber auch die führenden SPD-Politiker sehr nervös waren wegen der Grünen. Helmut Kohl hat in einer Präsidiumssitzung gesagt, dass das sind Stimmen, die uns verloren gehen, Wähler, die uns verloren gehen, wir müssen ja etwas tun. Und die Sozialdemokraten haben sie genauso auf die Grünen reagiert. Das heißt also, da wäre es auch mal interessant zu sehen, inwieweit beide Parteien, CDU und SPD, vielleicht viele Dinge auch gleich sehen. Christoph Becker-Schaum hat zum Beispiel so argumentiert, dass Christoph Schaum hat dazu ja auch etwas gesagt, aber es waren eben nicht nur die Grünen, wie er festgestellt hat, die ihre Ansicht verändert haben, sondern auch die CDU und auch die FDP haben ihre Parteiprogramme zum Thema Umweltschutz verändert. Und ein letzter Punkt, wenn dafür noch genug Zeit ist, vielleicht noch ein Punkt zum Vortrag von Christoph Becker-Schaum, Tschernobyl als Wendepunkt für die Grünen. Sie haben ja schon die tiefgreifende Krise angesprochen. Ich denke, das ist ganz interessant. Nach Tschernobyl haben die Grünen so viele Wahlen gewonnen. Das haben sie aber nicht erwähnt. Sie haben bei allen Wahlen immer so 7 oder 8% erreicht im Jahr 1987 und auch in den folgenden Jahren. Das heißt, im Anschluss an Tschernobyl waren sie so stark wie niemals zuvor. Und das ist natürlich bis zum gewissen Grad auch ein Problem. Denn das heißt, es gibt diese Krise, es gibt die Katastrophe von Tschernobyl. Gleichzeitig gab es bei den Grünen die Krise, die Auseinandersetzung zwischen den Fundis und den Realos. Und nach dem, was ich gelesen habe, die Protokolle aus den Parlamentssitzungen, war ein Grund für die Krise der Grünen eben nicht nur die Auseinandersetzung zwischen Fundis und Realos, sondern auch die Tatsache, dass andere Parteien ihre Themen aufgegriffen haben. Natürlich hat Klaus Töpfer eine andere Umweltpolitik verfolgt als die Grünen, aber selbst die CDU erklärt auf einmal, dass sie sich für Umweltbelange einsetzt. Das heißt also, es kam auf einmal zu dem Problem, dass die Grünen nicht mehr die einzigen waren, die umweltpolitische Kompetenz hatten. Und das war ein Problem für die Grünen. Auch die Tatsache, dass die SPD sich inzwischen der Atomkraft abwandte. Also das ist auch ein wichtiges Thema für die Grünen gewesen. Und ich meine, ein Grund, warum die Grünen nach 1987 trotz allem auch in diese große Krise gerieten. Vielen Dank. Ins Publikum öffnen würde ich gerne den beiden auf dem Podium, den beiden Referenten nochmal Gelegenheit geben, jetzt auf die Punkte von Herrn Bösch einzugehen. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Ich fand es sehr spannend und stimme eigentlich mit allem überein, was Sie gesagt haben. Deswegen halte ich mich jetzt wirklich ganz kurz. Ich finde es tatsächlich wichtig, Ihren ersten Punkt darauf zu schauen, wie Zeitgenossen die Ereignisse konstruieren und welche Rolle das in ihren zeitgenössischen Diskursen und Wahrnehmungen spielt. Ich versuche die Sozialdemokraten tatsächlich auch nicht so sehr als politische Partei zu begreifen, sondern auch irgendwie als gesellschaftliches Milieu, in dem sich viele gesamtgesellschaftliche Diskussionsprozesse und Transformationen wie so in einem Miniaturabbild abbilden. Das habe ich versucht zum Ausdruck zu bringen mit den neuen sozialen Bewegungen, die eben auch in die Partei reinreichen und das Selbstbild herausfordern und so weiter. Ich glaube allerdings, Ihren zweiten Punkt, die Kapitalismuskritik und Diskussion, war für die SPD zumindest in den 80er Jahren nicht mehr ganz so prägend wie noch in den 70er Jahren. Was natürlich total zutrifft, ist die Wahrnehmung des Staates als Atomstaat und Staatskritik, Kritik auch an den Verfahrensweisen des Staates, dass der Bundestag Entscheidungen trifft, was Atomkraft betrifft, vor allem die Raketenstationierung 83, Entscheidungen, die Leben und Tod betreffen, ist ja im Grunde auch eine haben viele Partizipationsforderungen ihren Ausgang genommen.
Das reicht aber auch in der SPD nur bis in bestimmte Kreise. Die SPD ist, glaube ich, eine sehr, sehr moderate Kraft gewesen, noch in den 80er Jahren. Das hat vor allem die Jusos umgetrieben, die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, die das sehr wichtig fanden. Die Partei Linke, den Frankfurter Kreis, aber so die Partei in der breiten Masse, an der Basis, glaube ich, hat das nur selektiv rezipiert und hat das vor allem selektiv wahrgenommen. Aber klar, diese Staatskritik ist ganz entscheidend. Die Wahrnehmung des Sozialismus, da würde ich auch so ein bisschen vielleicht Ihr Argument relativieren wollen. Ich glaube, dass dieser Streit um die Ideologien, Kapitalismus gegen Sozialismus, Demokratie gegen Diktatur, in den 80er Jahren oder eigentlich schon viel früher mit dem Beginn der Entspannungspolitik vielleicht in der Sozialdemokratie an Überzeugungskraft verliert, die Debatten nicht mehr strukturiert. Okay, genau. Und einfach so als Ordnungsmuster an Überzeugungskraft verliert. Dann haben sich stark gemacht noch die stärkere Differenzierung der Partei nach bestimmten Gruppen, nach regionalen Gliederungen, lokalen Gliederungen, innerparteilichen Gruppierungen. Das, glaube ich, kann man einfach so stehen lassen. Helmut Schmidt, natürlich großer Befürworter der Atomkraft, ist aber 82 von der Bühne verschwunden und ist in die Redaktionsstube in der Zeit in Hamburg verschwunden. Jusos, SPD-Frauen haben eine große Rolle gespielt. Als Träger der Kritik gegen die Atomkraft in der SPD. Bestimmte regionale Gliederungen, Landesverbände, die Sie erwähnt haben, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Erhard Eppler natürlich. Da habe ich im Grunde gar nichts hinzuzufügen. Ja, ich bin da, ja. Okay, ich danke Ihnen auch. Schön. Ich möchte anfangen mit der Frage nach der Mehrheit der Bevölkerung. Wenn ich die Papiere durchsehe, habe ich immer wieder das Gefühl, dass die Grünen überzeugt sind, dass sie ganz klar die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich haben, unabhängig davon, wie sie wählen. Und das haben sie bereits bei der Friedensbewegung, das haben sie vorher in den 70er Jahren in der Anti-Atom-Bewegung, und die Meinungsumfragen geben ihnen recht. Das ist auch dann in der Mitte der 80er Jahre der Fall. Das heißt, es gibt einen Unterschied, wie man in bestimmten konkreten Fragen denkt und welche Fragen bei einer Wahlentscheidung vorne stehen. Und dabei geht es auch darum, ob man einem Apparat wie dem Grünen zutraut, dass er anständig mit dem Votum umgeht, das er bekommt. Und also die Grünen haben zwei Schwächen, dass die Themen nicht die entscheidenden Wahlthemen sind. Aber bei den eigentlichen Bewegungsthemen ist es bei den Anhängern der Friedensbewegung eindeutig so, das sagen alle bis auf eine Umfrage von Frau Nölle-Neumann, dass die Grünen die Mehrheit hinter sich haben. Das heißt, das politische Problem der Grünen, insbesondere bei der Friedensbewegung, da ist es ganz auffällig, ist, wie halten wir den Kontakt zu den Leuten, die mit uns auf die Straße gehen und arbeiten mit denen gut zusammen. Das heißt, die Grünen sprechen nach meiner ganzen Erfahrung, auch die ich selber in Ende der 70er, Anfang der 80er gemacht habe, sie gehen, was weiß ich, zu Veranstaltungen in Kirchengemeinden und treffen dort nicht grüne Kreisverbandsbelegschaften, sondern sie treffen die Leute aus ihrem Stadtteil. Und dort diskutieren sie, übernehmen sie Rollen in der Gemeinde. Die Stärke, mit der die Grünen gewinnen, ist bestimmt nicht das, was sie über ihre Parteipamphlete und so weiter verbreiten, sondern das Agieren vor Ort in bestimmten kleinen Gruppen. Dass sie nicht wirklich wahlmäßig so erfolgreich sind, und da muss ich sagen, 8,7% 1987 ist ja nun auch nicht der Brüller, sondern sind 8,7%. Das ist natürlich damals erstmal der stärkste. Aber wenn man vergleicht das mit den Zahlen derer, die sagen, ich kann mir vorstellen, die Grünen zu wählen, dann haben die Grünen durchgängig das Manko von allen deutschen Parteien, am schlechtesten die Leute zu erreichen, die sagen, wir finden das gut. Es gibt also keine andere Partei, hat eine derartig schlechte Zahlen, wenn es darum geht, die eigene Anhängerschaft zu erreichen. Da gibt es von Sartorius und so weiter ganz gute Darstellungen. Okay,
dann, jetzt würde ich mal gucken, also das Verhältnis zur SPD ist von daher dadurch geprägt, dass nach dem Abgang von Schmidt wir einen neuen Vorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden haben, der wesentlich besser die Abtrünnigen und Dissidenten in der SPD erreicht, als Schmidt das hier gekonnt hat. Und man kann sehr schön sehen, auch an den Bundesvorstandssitzungen, wie man damit umgeht, dass das ist das Problem der Grünen. Das heißt, wie bekommen wir die Dissidenz der SPD hinter uns? Und das ist relativ parteineutral. Also es geht nicht um eigentliche Parteianhängerschaft, die ist bei den Grünen ohnehin so klein, dass man damit gar nichts anfangen kann, jedenfalls keine 5%-Hürde. Also da ist man nicht in der Situation der SPD als eine Volks- oder Massenpartei. So, ich glaube, vielleicht noch die Frage der Perzeption des Sozialismus. Für die Grünen ist ganz sicher mitentscheidend Gorbatschow. Und die Frage, welche Zusammenarbeitsmöglichkeiten gibt es? Und der zentrale Punkt, auf den diese Zusammenarbeit läuft, ist das Atomseminar, das sie zusammen mit der KPdSU 1989 machen. Es gibt also ein in der Bundesrepublik und eins in Moskau. Und da sieht man, wie vertrauensvoll es gibt auch die Beurteilung, dass es überheblich ist. Also würde mal sagen, das letzte Wort, wie man diese Zusammenarbeit und das Angebot, dass man sozusagen so tut, als ob man Know-how und vermitteln könnte, das ist sicherlich überheblich. Aber es gibt hier Punkte, die ein anderes Verständnis von Sozialismus auf jeden Fall nahelegen. Auf der anderen Seite passiert genau an dieser Stelle der Split im Jahre Ende 1989. Das ist nicht nur Barrow, der auf dem Parteitag im Dezember dann der SED-PDS wieder beitritt, sondern es sind ein Großteil der Hamburger linken Führungsgruppe, die die Grünen verlassen und dann Richtung PDS abmarschieren. Und es, solange es Leute gibt, für die das eine klare Option ist, solange ist das mit dem Sozialismus so. Okay, vielen Dank. Ja, die ersten Wortmeldungen. Wir fangen mal mit Frau Wendler an. Ja, danke für diese wirklich interessanten Einblicke. Und ich würde genau auf diese letzte Frage nochmal gerne zurückkommen, nämlich die Frage nach sozialistischen Gehalten und vor allen Dingen auch nach dem Umgang mit dieser Atomstaatskritik. Wir haben ja heute nicht mehr den Atomstaat, sondern wir haben den Energiewendestaat. Und mich würde mal interessieren, wie eigentlich in den Grünen, aber auch in der linken SP eigentlich die Entwicklung in die Energiewende hinein, die Energiewendepolitik hinein verfolgt wurde, weil es gibt ja ursprünglich in der Atomstaatskritik einen ganz starken Strang, der sagt, das ist sehr an Lovins angelehnt, es gibt eben den weichen Energieweg, den demokratischen, dezentralen, das ist der erneuerbare Weg, und es gibt den harten Weg, den zentralistischen, autoritären, das ist der Atomstaatsweg. So, und jetzt haben wir aber eine Energiewendepolitik unter kapitalistischen Bedingungen, und wir haben plötzlich Großkonzerne, die Offshore-Windkraftwerke bauen, die man eigentlich als Großkraftwerke bezeichnen müsste. Wir haben Investorenmodelle für Windparks, und wir haben inzwischen auch schon interessante Forschung, die zeigt, dass das mit der Bürgerbeteiligung leider gar nicht so läuft, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Gibt es jetzt eigentlich in den Grünen und in der SPD irgendeine Form von Nachdenken über diese Entwicklung und von Kritik von links an Energiewendepolitik? Das würde mich interessieren. In meiner eigenen Wahrnehmung war die Frage vom Atomstaat mindestens so sehr eine innen- und rechtspolitische Frage, die mit Verfassungsschutz und so weiter zusammenhängt und sozusagen ein formierter Staat gegen Oppositionelle, wobei die Debatte aktuell zum Zeitpunkt der Katastrophe von Tschernobyl war die über das Zeller Loch, wenn Sie wissen, was das ist. Der Verfassungsschutz hat sich selber ein Loch in ein Gefängnis gesprengt. Und also die Frage, wie kontrolliert Geheimdienste, wie manipulieren sie uns,
das gehörte zum Staat. Und das war Traube, was dann der klassische Fall des Atomstaats war, ja auch im Zentrum. Auch wiederum dann gleich mit dem Verdacht der RAF. Jetzt, auf dem letzten Parteitag hatten wir einen Sprecher namens Zetsche von Daimler-Benz. Und es gab eine heftige Debatte. Und ich habe einen, ich glaube, der Spiegel hat kommentiert, dass die Rede der Höhepunkt des Parteitags war. Es war auf jeden Fall interessant. Wann hat das begonnen? Wie hat es begonnen? Ich habe erlebt selber als Kommunalmandatierter in Frankfurt, wie mein Umweltdezernent ein Gelände in einer Magistratsvorlage freimachen wollte für Tests, wie kann man am besten Müllverbrennungsanlagen dahin kriegen, dass sie wenig Dreck ausstoßen, und benutzt dort nicht den Verordnungsweg, ihr müsst jetzt so und so viel von diesem und jenem Wert aushalten, sondern sie haben mehreren Unternehmen benachbarte Industrieareale gegeben, um dort Probe- oder Testmüllverbrennungsanlagen zu bauen und in einen Wettbewerb zu gehen mit einer Spirale des Drecks nach unten, sage ich mal so. Das ist der systematische Einsatz von kapitalistischen Mitteln im Umweltschutz, der erste, der mir in dieser Form so klar geworden ist. Deswegen habe ich es natürlich in Erinnerung. Aber ich glaube, als Methode von einem Umweltkapitalismus, das geht da los. Und es gehört zum Baukasten eigentlich der Umweltpolitik seitdem mehr oder weniger offen dazu. Thank you. I thought it was. Vielen Dank. Ich fand das sehr spannend, als Nicht-Deutscher mir das anzuhören, diese hochinteressante Sitzung mit spannenden Vorträgen. Ich sehe da viele Parallelen, insbesondere mit der schwedischen Sozialdemokratischen Partei. Ich glaube, es ist aber auch interessant, die unterschiedlichen Untergruppierungen, Strömungen in den sozialdemokratischen Parteien. Zum Beispiel in Schweden war es in Schweden eben besonders die Gruppe der Frauen, die haben sich von Anfang an gegen die Atomwaffen ausgesprochen. Alva Myrdal, Ingvar Thurn, ja, Sie kennen diese Persönlichkeiten nicht. Aber wie auch immer, Sie haben klar Position bezogen. Dann auch die Gewerkschaften. Sie haben die Gewerkschaften nicht erwähnt, die Kohlenarbeiter, die Bergarbeiter. Da gab es einen großen Konflikt. Wenn Sie sich mal die Parteien anschauen, dann sollte man auch eine Unterscheidung treffen zwischen Zeiten, wo Sie an der Regierung sind, und solchen, wo Sie in der Opposition sind. Solange man in der Regierung sitzt, muss man Politik umsetzen, und zwar sofort. Wenn man in der Opposition ist, kann man offener sprechen. In meinem Beitrag schreibe ich über Konflikte in der Sozialdemokratischen Partei nach Tschernobyl. Da gab es wirklich einen hitzigen Konflikt zwischen den Gewerkschaften und der Gruppierung der Umweltschützer. Und das wurde deswegen so erhitzt, weil eben die schwedischen Sozialdemokraten damals an der Regierung waren. Frank Bösches Punkt über diese Voreingenommenen ist ganz wichtig. Ich muss mir selbst diese Frage stellen. Ich war in den 70er Jahren tatsächlich ein Anti-Atomkraft-Aktivist. Aber wenn wir jetzt heute etwas darüber lesen, müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir müssen wirklich versuchen, die Akteure aus dem damaligen Zeithorizont zu betrachten, in einer nicht voreingenommenen Art. Der Einfluss zwischen den Parteien, wie die Grünen, die FDP, die CDU beeinflussen. Dasselbe geschah auch in Schweden. Man muss auch jene Politiker als ernsthafte, aber normale Menschen sehen. Sie werden auch beeinflusst. Wir neigen dazu, sie als Protagonisten oder Helden zu sehen. Schauen Sie sich in Ostdeutschland die SED an. Welche Diskussionen gab es da? Auch da sollten wir die Kernindustrie, die nukleare Industrie berücksichtigen. Ich komme gerade von einer Konferenz, einer sehr hitzigen Debatte über die 70er Jahre. Das waren intelligente Leute.
die wurden auch durch Harrisburg oder Tschernobyl beeinflusst. Sie haben ihre Sichtweisen dort auch verändert. Ich glaube, da ist ein Risiko drin. Viele von uns sind voreingenommen, glaube ich. Dessen muss man sich bewusst sein. Und man muss auch anschauen, dass es Dinge gibt, mit denen wir nicht übereinstimmen. Wie haben diese Sachverhalte dann auf die Akteure gewirkt? Das sollte man immer berücksichtigen. Vielen Dank. Das war vielleicht nicht so sehr eine Frage als ein Kommentar. Ja, erstmal vielen Dank für beide Referate. Ich fand sie wirklich ungewöhnlich interessant. Zwei Fragen zu dem Referat von Jan Hansen. Gibt es nicht doch generell, nicht nur in Sachen Kernenergie, auch so einen Knick im SPD-Fortschrittsdenken? Muss man da nicht auch die jahrzehntelange Debatte zum Thema Automation beachten? Atom und Automation wurde traditionell früher oft zusammengesehen. Die Perspektiven der Automation in den 60er Jahren im Allgemeinen in der SPD noch eher als Fortschritt begrüßt. Aber da gibt es in den späten 70er Jahren einen scharfen Knick, auch mit der wachsenden Arbeitslosigkeit. Und muss man das nicht auch zusammensehen mit dem wachsenden Problembewusstsein angesichts der Kernenergie, also dieses alte, naive Fortschrittsdenken scheint doch auch auf verschiedene Weise einen Knick bekommen zu haben. Da eine reine Neugierfrage, wie wichtig ist Dieter Otten? Der war nämlich vor 40 Jahren mein Kollege, aber seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört und nichts mehr gelesen, aber das kann ja an mir liegen. Zweitens, war nicht damals zur Tschernobyl-Zeit die eine reale, greifbare Alternative zur Kernkraft nach wie vor die Kohle, und braucht man nicht einfach nur auch die Kohlefraktion innerhalb der SPD mobilisieren? Dann, ich meine, diese äußerst scharfe Gegnerschaft zwischen Helmut Schmidt und Erhard Eppler ist doch sicherlich ein Faktor. Ich sprach gerade mit Thomas Karlauf, der eine Biografie des späten Helmut Schmidt geschrieben hat. In seinem Privatarchiv gab es eine Sektion Gegner, und das war nur Material über Erhard Eppler. Und Erhard Eppler hat mir gegenüber gesagt, wenn ich in der SPD den Ton angegeben hätte, hätte es die Grünen nie gegeben. Aber vor allem eben die Frage nach der Kohlefraktion macht mich neugierig. Also Herr Becker-Schaum, also Ihr Referat fand ich auch sehr aufregend, also wie desolat die Situation der Grünen-Fraktion wurde, habe ich in Ihrem Ausmaß erst von Ihnen jetzt gelernt. Das ist doch ein eindeutiges Zeichen, wenn die Grünen nicht untergegangen sind, gehört das in die Geschichte eines verbreiteten deutschen Umweltbewusstseins und ist nicht aus einer internen Geschichte der Grünen zu erklären. Ja, Eva Quistorp, ich bin auch begeistert von beiden Referaten und finde es richtig mutig von dir, Christoph, die Grünen auch mal in der Form des Chaos, was es nun wirklich war, und der Zersplitterung und auch der Unfähigkeit darzustellen. Das ist ja bei einigen Spitzenvertretern, die seitdem bis heute sich an der Spitze gehalten haben, nicht üblich. Ich möchte aber doch auf ein paar Genauigkeiten hinweisen. Also ich habe, weil ich ja zu der Zeit im Bundesvorstand war, war die eine Entwicklung, die du angedeutet hast, die müsste man eventuell aber auch noch genauer beschreiben, wäre auch für die SPD spannend, wie das Verhältnis von Bundesvorstand, Bundestagsfraktionen, Landtagsfraktionen und Landesverbänden war. Ne? Das wäre in sich sowohl bezogen auf SPD und auch bezogen auf andere Parteien, weil ja ein Teil in der CDU es ja auch an ein paar Stellen anfing zu rumoren, bezogen auf Atomenergie und Atomwaffen, spannend. Es war schon nicht zu unterschätzen, denke ich, dass der Konflikt zwischen den sogenannten Realos und Fundes, ich glaube, eine Taz-Journalistin hat das erfunden, ich habe mich immer
gegen den Begriff Realus gewehrt und habe versucht, den Begriff Reformer einzuführen. Und da mein Zwischenruf, es war selbst der Name umstritten, wirkt vielleicht nicht so wichtig, aber wenn man da näher reingeht in den Streit zwischen sogenannten Fundis und Realus, also ich habe das Fundis Linke oder Reformer genannt, wo in beiden Strömungen ja auch noch Unterschiede und Untergruppen waren, ne? Sowohl was die Profils und Kaderverhalten anging, wie was die Theorie oder Ideologie und verhaltenspolitischen Praxen angeht. Und die Frage, also Sozialismus, Kapitalismus, das war auch schon heute Vormittag, ich glaube, da müsste man auch noch genauer reingehen, in welchen Teilen der Anti-Atom-Bewegung, bei welchen Führungsfiguren und parallel zu den Grünen war das Antikapitalismus? Hatte sich nicht der Antikapitalismus bei denen, die nicht aus K-Gruppen kamen, die nicht von den Maoisten kamen, die ja seit 1980 die Grünen im gewissen Sinne zu unterwandern versucht haben, hatte sich nicht der Antikapitalismus doch in eine Kapitalismuskritik oder in eine kapitalismus-skeptische oder auch staatskritische oder technokratiekritische Haltung verwandelt? Das ist nicht dasselbe, wie was jetzt viele denken, wenn man Antikapitalismus sagt. Und mit dem Sozialismus gab es eindeutige Minderheitenströmungen in den Grünen, die ganz klar antistalinistisch waren, die ganz klar von Anfang an unabhängig von der Atomenergiefrage in ihrem Verständnis als Linke ja auch Barrow unterstützt haben oder die seit 68, seit der Invasion in Prag. Also es gab eine 68er-Strömung und auch eine Strömung der Frauenbewegung, die ganz klar seit 1968, Invasion in Prag, antisozialistisch oder wie man es nennen will, waren. Und es hat sich die Schwäche der Grünen bezogen auf die, was sie sagen, entweder Reaktionen auf die Information oder auf die Herstellung einer öffentlichen politischen Situation, wie sie sagen, ne, nicht nur Response Stimulus, finde ich sehr wichtig. Die Schwäche lag genau auch in dieser Debatte zwischen den Strömungen. Darf man jetzt sozusagen einen Unfall in der Sowjetunion genauso scharf kritisieren wie einen im Kapitalismus? Und wenn ich da ins Detail gehen darf, ich habe also die erste Presseerklärung geschrieben und mit in der Zusammenarbeit mit Michael Schröeren, mit dem ich schon auch an genau der Stelle einen Streit hatte. Die Tendenz in der Partei, bei denen, die zu der Zeit Spitzenpolitiker waren und was formulieren konnten, war, sofort zu sagen, aber im Grunde muss der Kapitalismus vor allem alle seine Atomanlagen schließen, weil die Ausdruck des Kapitalismus sind. Und ich persönlich hatte nur eine ganz andere Einstellung zusammen mit Petra Kelly und ein paar anderen. Das war über Jahre auch gewachsen, anderes Wissen. Und ich habe dann darauf bestanden, dass die ersten Sätze anders formuliert werden und dass da dies tendenziell ist der Kapitalismus schuld, ist ja im Grunde absurd, ja, wenn der Unfall um Kiew herum ist. Und die erste Bundestagsfraktionssitzung war übrigens erst am Dienstag. Die Nachrichten kamen ja am Montagabend, also über ARD. Ich habe dann nicht sofort was gemacht, weil ich dachte, jetzt kommt eine total schwierige Phase, da musst du ausgeschlafen und konzentriert sein, war dann aber um 8 Uhr im Bundesvorstand kein Mensch da. Die Führungsfigur der linken Anti-Atom-Leute, Jutta Dietfurth, hat sich erst am Mittwoch gemeldet. Petra Kelly, meine enge Freundin, auch Expertin in Atomenergie und allem, hat sich auch nicht gemeldet. Die Bundestagsfraktion träufelte zusammen Dienstagnachmittag, ne? Und vorher hatte ich meine Presseerklärung raus, also Michael Schröeren unterstützt, und dann saß ein einsamer Harry Kunz aus Saarland, glaube ich, ne? Der saß einsam, also ich werde das Bild nicht vergessen, einsam in den Gängen des Bundestages und versuchte die erste Presseerklärung der Bundestagsfraktion zu formulieren und stockte genau an dieser Stelle. Kapitalismus, Sozialismus, ja. Die Partei war im gewissen Sinne lahmgelegt an der Frage, wir haben doch bisher immer gesagt, also hier nach dem Motto, Kapitalismus ist schlecht und man darf da nicht nur die Atomanlagen kritisieren, sondern es ist Ausdruck von Profit und Pipapo. Und dann war man konfrontiert mit dem ersten größeren Unfall als Harrisburg, der ein Unfall, der ganz stark mit der Atom- und Militär- und Atomwaffenstrategie und Desinformation und Totalitarismus zusammenhing. Und die erste Debatte der Bundestagsfraktion hat sogar Elisabeth Weber profiliert, bezogen auf Bürgerrechte, Kritik an der Sowjetunion mit der BAG Menschenrechte, Korpelle-Forum. Sie hat zusammen mit Jürgen Rehns, die eigentlich verschiedene Pole sind, sich dafür eingesetzt, dass man doch jetzt bitte vorsichtig sein sollte in seiner Kritik an der Sowjetunion. Das könnte eventuell falsch verstanden werden und nach hinten losgehen. Also ich habe dabei unter Schrecken in dieser Krisensituation gelernt, dass die Angestellten der Grünen und die Parlamentarier der Grünen
inklusive im Bundesvorstand die Kollegen gar nicht alle aus der Anti-Atom-Bewegung kamen und auch gar nicht alle kompetent in dem Thema waren. Das wird auch zu dem Chaos jetzt noch passen, was du sagtest, warum hat sich nicht die ganze Fraktion darauf konzentriert, weil sie verschiedene Themen hatten, mit verschiedenen Lokalthemen ankamen und so der Ruf beim Gründungsparteitag, das Atomprogramm muss weg, ja, als zentrale Forderung, war gar nicht in allen Köpfen der Abgeordneten drin und waren alle gar nicht professionell zu dem Thema. Also ich möchte gerne nochmal an diese Kapitalismus-Sozialismus-Frage anschließen, weil sie mich selber ständig umtreibt in meiner Forschung. Und nochmal was sagen, was Jan gesagt hat, dass es gar kein Thema vielleicht mehr war seit der Entspannungspolitik. Das wäre ja dann seit den 60er Jahren. Ich weiß das nicht, ich will das auch gar nicht jetzt beantworten oder habe dazu noch keine wirkliche Position. Aber was mir auffällt, seit dem Ende des Kalten Krieges, also seit 89, 90, wird Umwelt und nicht nur in der Politik, ich finde auch in der Forschung benutzt, um sozialistische Systeme zu diskreditieren und kommunistische natürlich. Das Masternarrativ geht immer dahin und das ist auch ein bisschen, was Anna Veronika gestern gesagt hat, das ist eine Distanzierungsstrategie des Kapitalismus oder eben auch des Siegersystems, zu sagen, wir haben damit gar nichts zu tun, obwohl der Kapitalismus eine ganz eigene Geschichte natürlich von Umweltverschmutzung hat. Ich glaube, dass das in letzter Zeit weniger wird. Ich habe so das Gefühl, mehr Forscher, auch Historiker natürlich, auf die blicke ich ja, fragen jetzt wieder mehr nach dem Verdienst von marxistischen Theorien oder dem dritten Weg, bringen Umwelt und soziale Strömungen zusammen. Und ist gar nicht so eine Frage, sondern ich glaube, dass eine Diskussion ganz gut wäre, also speziell jetzt natürlich in meiner, also unter uns Historikern, was denn eigentlich im Vergleich auch zum Kapitalismus, was sozialistisch-kommunistische Systeme, also von mir aus Zentralismus, Planwirtschaft oder vor allem auch Privatisierung, was sie Gutes tun oder getan hätten oder könnten, also in die Zukunft weisend für Umwelt und Umweltschutz und gerne auch natürlich im Vergleich zu kapitalistischen Systemen, was eigentlich schwierig ist im Kapitalismus in Bezug auf Umweltschutz. Das ist etwas, was ich schon die ganze Zeit sagen wollte, weil es mich beschäftigt und weil ich mir darüber eine Diskussion wünsche, also unter uns sozusagen. Das ist jetzt gar keine Frage. Vielen Dank. So, wir machen jetzt die Schlussrunde auf dem Podium und ich habe an Christoph jetzt selber auch noch mal eine Frage beziehungsweise auch eine Idee. Du hast in deinem Paper diese Struktur der Grünen als eine leicht verkoppelte Anarchie bezeichnet und ich finde das eine sehr treffende Beschreibung. Diese Krise, die du ja hier sehr ausführlich geschildert hast, hat vielleicht auch ihre Ursache in den nicht ausgebildeten, nicht nur in den Strukturen nicht, sondern es gab ja auch keine Diskurskreise in dem Sinne, die Meinungsbildende in der Partei gewesen sind. Mir ist das aufgefallen, als Sie das geschildert haben für die SPD. Also da gibt es eine lange Tradition der Auseinandersetzung, der Meinungsbildung innerhalb der Partei. Die hatten die Grünen ja noch gar nicht entwickelt. Das heißt also erstens, was Eva noch mal erwähnt hat, eben diese Konkurrenz zwischen Bund- und Länderebene und dann aber auch so eine Fraktion war ja nachher auch wirklich ein loser Haufen mit sehr unterschiedlichen Herkünften und Erfahrungen. Und das heißt also, es gab eigentlich kein Raum, kein Diskursraum, wo solche Ereignisse oder auch Konflikte hätten ausgetragen werden können. Ganz kurz zur lose verkoppelten Anarchie. Also es kommt nicht von mir, sondern das ist ein Term in der Parteienforschung und was weiß ich, Elmar Wiesenthal hat auf dem letzten Jahrestreffen kräftig damit gearbeitet. Und nicht nur, aber auch andere. Ne? Das ist, geht auf die Kartellpartei als Frage eines Parteityps. Bei den Grünen ist zu beobachten, dass die Strukturen nicht verbunden werden, sondern die eine Struktur wird gegen die andere gesetzt. Und das ist verschärft worden vor der Bundestagswahl von 1983, als ein ganzes Regelwerk zur Kontrolle von Bundestagsabgeordneten eingeführt wurde. Am Anfang hatten die Grünen die Sorge, dass ihr erster Star, Gruhl, sozusagen in dem
weil der war ja Bundestagsabgeordneter und wir hatten, das kenne ich von den Fotoserien über den Gründungsparteitag, er wirkte so wie die Kameras hinter ihm und alle Journalisten hinter den Kameras herliefen und als so ein Magnet, was weiß ich, ein früher Fischer von mir aus. Natürlich ganz anders. Also solche Prominenten wollte man nicht, auf gar keinen Fall. Und 83 wurde dann also ein Kontrollmechanismus entworfen, der verhinderte, dass die verschiedenen Strukturen in der Partei kooperativ arbeiten. Das arbeiten natürlich trotzdem kooperativ, teilweise, wenn sie zusammen auf der selben Wellenlänge sind. Das heißt, es gab einen Teil von Landesverbänden, die mit dem Bundesvorstand, als der links war, harmoniert haben und andere weniger. Aber wenn man die Parteireform von 91 anguckt, dann wurden diese Basisgremien zur Kontrolle der Führung abgeschafft durch Expertengremien, die ihrerseits auf der Ebene von kreisfreien Städten als Beigeordnete oder als Stadträte in Großstädten, die landeten jetzt und wurden die Kooperationspartner der Landtagsfraktionen. Also da gab es in Hessen, was weiß ich, wurden erste Leute, durften in der Fraktion sein und gleichzeitig in einem Parteiführungsgremium, was ja mit Amt und Mandat verboten war. Das wurde so nach und nach eingeführt. Im Vorstand waren plötzlich Hauptamtliche und das hat 7, 8, 9 Jahre gedauert, bis so nach und nach die Strukturen eingerichtet waren, die Politik umsetzen durften, dass die sich ehrlicherweise zusammensetzen konnten. Hintenrum haben sie es ja sowieso gemacht. Der nächste Strukturbruch kommt, als die Grünen in die Regierung kamen, brauchten sie einen Referenzboden für die Regierung. Und sofort auf den ersten Antrag danach hat die Parteitagsmehrheit entschieden, Gottes Willen, mit uns nicht, sondern wir machen ein Delegiertensystem, wo jeder Landesverband wieder mit einem Vertreter da ist und das dann wieder so ein Controlletti-Verein wird. Und das brauchte dann einen neuesten Anlauf. Also die Frage der Bildung kooperativer Strukturen haben die Grünen sich 20 Jahre sehr schwer getan. Und letztes, es gab natürlich institutionalisierte Treffen vom Bundesvorstand und Bundestagsfraktionsvorstand. Das erste Treffen nach Tschernobyl wurde vom Bundesvorstand abgesagt, ohne groß, sondern hatten anderes zu tun. Diese Treffen funktionierten ganz schlecht und sie sind ganz häufig ausgefallen und leider gibt es häufig auch keine Protokolle von den Sitzungen. So, nur noch ganz kurz, weil ich glaube, das meiste waren Kommentare, mit denen ich übereinstimme und die man auch so stehen lassen kann. Arne Kaiser musste leider schon gehen. Schwedische Sozialdemokraten waren wichtige Gesprächspartner der deutschen Sozialdemokraten. Es gab viele Treffen, transnationale Netzwerke, in denen die zusammengearbeitet haben. Beispielsweise, es betrifft auch eher wieder die Nachrüstungsfrage, die Palme-Kommission, in dem Nachdenken über gemeinsame Sicherheit stattfand, was eben auch den Kalten Krieg als Ordnungssystem perspektivisch transzendieren, überwinden wollte. Gewerkschaften sind wichtig, da habe ich ein bisschen was in meinem Vortrag gesagt. Der Regierungsverlust spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Es hat immer so ein bisschen das Problem, wenn man viel in 20 Minuten packen muss. Die Automation, Herr Radkau, würde ich tatsächlich so ein bisschen unter diesen Diskurs subsumieren, den ich erwähnt habe, über Fortschritt, Zukunftserwartungen, Technikkritik, Nachdenken über die technische Moderne, der eben, und das ist mir wichtig, nicht beschränkt war auf die Umwelt, auf das Umweltthema, sondern soziale Sicherheit, Arbeitsplätze, auch die Friedensfrage und viele andere Themen mit einbezogen hat. Hat ja, glaube ich, auch Maria Schubert heute Morgen darauf hingewiesen, dass das wirklich so Themenkreise sind, die ineinandergreifen, sich überlagern, sich gegenseitig strukturieren. Ich glaube, das kann man hier sehr, sehr schön sehen. Helmut Schmidt und Erhard Eppler, ich habe immer so ein bisschen Problem damit, das zu sehr zu personifizieren und das zu sehr in bestimmten Personen so zuzuspitzen. Aber Sie haben recht, aus der Wahrnehmung der Zeitgenossen, wenn wir darüber sprechen, in zeitgenössischen Diskursen, hat es natürlich eine Rolle gespielt. Die Gegner haben sich mit Eppler identifiziert, der gewerkschaftlich orientierte Kreis der Sozialdemokratie hat sich vielleicht mit Schmidt eher identifiziert. Also in der Wahrnehmung der Zeitgenossen war das schon entscheidend. Weiß nicht, darf ich ein bisschen Werbung für mein Buch machen, was seit einem halben Jahr raus ist? Da finden Sie ganz viel dazu, zu Schmidt und Eppler, zu diesem Gegensatz.
Ganz kurz noch, Kapitalismus, Sozialismus. Ich meinte das nicht so, dass die Sozialdemokraten in den 60er Jahren aufhören würden, darüber nachzudenken, über diesen Gegensatz. Ganz im Gegenteil. Ich habe das vor allem so auf den Kalten Krieg als binäres Ordnungsmodell und Ordnungssystem bezogen. Der, glaube ich, einfach nicht mehr überzeugt zu der Zeit. Die Entspannungspolitik, die dem Kalten Krieg die ideologische Nährlösung entzieht und im Grunde überhaupt nicht mehr taugt, um die Probleme der Welt zu erklären. Ne? Die Welt wird als interdependent wahrgenommen. Nord-Süd, Umweltfragen sind alles transnationale, interdependente Problemlagen, die man mit so binären Strukturen, mit binären Erklärungsmodellen nicht mehr deuten kann aus der Wahrnehmung der Zeitgenossen. Vielleicht auch hier wieder, ich bin jetzt schamlos, mein Buch heißt Abschied vom Kalten Krieg, da habe ich ein bisschen was auch noch dazu ausgeführt. Sorry für die Werbung. Ja, nochmals ganz herzlichen Dank an die Referenten heute in dieser Runde. Es war ein sehr spannendes Panel, wie ich fand. Weniger international als die anderen vielleicht, aber vielleicht lassen sich ja auch noch Parallelen ziehen. Bevor ich Sie jetzt in die Mittagspause entlasse, unten gibt es wieder Essen, habe ich eine Bitte, und zwar alle, die aktiv an diesem Kongress beteiligt sind, sprich ganz praktisch die mit gelben Namensschildern, sollen sich bitte an der Schäfchentreppe versammeln, zwecks eines Bildes.